Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind jetzt hier gerade im Auto, sind gerade eingestiegen und wollen mit Jana jetzt nach Kempten fahren. Ne? Wir haben heute einen Mutter-Tochter-Tag. Wir verbringen heute den ganzen Tag nur zu zweit. Wir wollen ihr ein paar neue Kleider für den Gottesdienst kaufen. Ihre Kleider sind ihr jetzt schon alle zu klein. Die hat alle Sarah jetzt geerbt. Sie braucht ein bisschen was Neues für den Sommer. Und da wir hier in Isny zu wenig Auswahl dafür haben, fahren wir jetzt nach Kempten. Das ist eine Strecke von ca. 35 Kilometer, ist also alles machbar. Und dort werden wir heute den Tag zu zweit verbringen. Ein bisschen Mutter-Tochter-Zeit haben. So, wir sind jetzt hier im Parkhaus angekommen, haben uns einen Parkplatz gefunden und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir, ich glaube, Jana, in diese Richtung hier, hier lang. Ja, okay, komm. Gibt's deine Größe nicht mehr, oh Mann. So, zeig mal jetzt. Komm raus hier. Oh, gefällt dir das? Das ist hübsch, ne? Finde ich auch schön. Mit weißen Ballerinas oder mit schwarzen, die würden beide dazu passen, ne? Ich finde weiß. Oh, das ist hübsch, ja. Das Kleid gefällt mir auch schön. Na, dann probieren wir das nächste an. Naja. Der Rock. Nur der Rock. Schön. Ne? Der härteste Kritiker ist die eigene Tochter, echt. Ja. Oh, ich habe mich jetzt entschieden, und zwar für dieses Kleid hier. Das wird zusammen mit einem Gürtel getragen. Und dieser Rock hier. Der geht auch bis zum Boden jetzt für den Sommer. Ja. Und Jana hat auch schon ihr neues Kleid angezogen. Ja, und jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir raus. Ja? Langsam wird es heiß hier drin. Mir ist schon ganz, ganz warm. Wir sind jetzt hier im Laden Pur Natur. Hier kann man ganz viele Gesundkostprodukte einkaufen. Sieht gut aus, ne Jana? Hier kaufen wir uns auch gleich was zum Snacken, ja? Hier gibt es eine Theke und da holen wir uns dann gleich was Leckeres und Gesundes zum Snacken. Na Jana, wie schmeckt der? Schmeckt eigentlich gar nicht gut. Ne? Schmeckt gut, ne? Wir haben uns jetzt zwei frisch gepresste Säfte geholt. Das ist jetzt hier Rote Beete, Vielfrucht und Ingwer. Und das war Möhre? Apfel. Möhre, Apfel und was noch? Möhre, Apfel, doch noch. Irgendwas war noch da drin, jetzt habe ich schon vergessen. Dann haben wir uns hier vegane Brötchen geholt. Jana hat ein Vollkornbrezel. Hier ist Aufstrich und Salat drauf. Und dann haben wir uns noch vegane Kuchen geholt. Ein Rübli und ein Schokokuchen. Also ich bin ja begeistert von diesem Laden. Schade, dass wir in Isny nicht so einen Laden haben, ne? Dann würden wir jeden Tag dahin gehen. Also es sieht schon mal sehr gut aus hier. Wir haben auch einen schönen Platz hier an der Straße bekommen, in der frischen Luft. Ja, und hier drinnen sitzen die Leute und essen. Also, guten Appetit. Du wolltest den Orangen, ne? Mmh. Noch probieren?
von mir geholt. Schmeckt gar nicht. Schmeckt lecker, ne? Ich schmeck gar nichts. Guten Appetit. Schmeckt gut? Schmeckt echt lecker. Leider findet man immer nur in Großstädten so leckere Geschäfte. Ja. So gesunde und leckere Geschäfte. In einem kleinen Ort lohnt sich das meistens nicht. Aber jetzt kommen wir jedes Mal hierher, wenn wir nach Kempten kommen. Ja? Kann ich nur empfehlen. Natur pur heißt dieser Laden. Jana hat einen richtig coolen ökologischen Einkaufswagen. Aus Holz. Hier findet abends sogar eine Kochschule statt. Ist das nicht toll? Hier kann man sich anmelden und dann kann man abends herkommen und Unterricht bekommen, wie man gesunde Rezepte herstellen kann. Oder man könnte einfach den Kanal von Olga Zimmermann anmachen. Da kann man auch lernen, wie man gesund kochen kann. Dann gibt es hier auch noch so eine Selbstbedienungstheke. Da ist auch alles Mögliche drin. Man kann sich abzapfen, so viel man will. Nüsse, Reis, Samen. Total cool. Man muss nicht eine ganze Packung kaufen, sondern gerade so viel, wie viel man braucht. Echt praktisch, finde ich. Frische Salate, alles, was das Auge begehrt. Toll, wunderbar. Naja, davon können wir auch einiges mitnehmen hier, ne? Das kann man auch gebrauchen. Sehr toll. Ich glaube, ich bin im Paradies angekommen. Das ist jetzt die Kühlabteilung hier. Auch so viel man möchte. Also gibt es Auswahl ohne Ende. Also wir kaufen jetzt mit Jana hier richtig ein. Es hängt dann zurück und ich habe Regentropfen. Ja, es hängt durch den Artemisien. So, wir haben uns mit Jana jetzt noch ausgerüstet mit einer Milch. Ja, was hast du? Welche Sorte? Banane. Ich habe Erdbeer. Jetzt schlendern wir so langsam schon mal Richtung Auto. Wir haben schon alles gekauft, was wir gebraucht haben, was wir gesucht haben. Es war auf jeden Fall erfolgreich. Hat Spaß gemacht mit Jana zusammen. Dir auch? War ein schöner Mama-Tochter-Tag, ja? So. Gerade rein. Und raus. Ab geht's nach Hause. Dürft sie nicht anschubsen. Sie muss von alleine. Oma! Möchte nicht mehr. Ja, wenn sie Lust hat, dann geht's. Jetzt hat sie Lust. Komm, ich komm. Super! Bald klappt's, ja? Lass es! Oh, jetzt wird es. Warte, ich geh mal weiter. Dann hat sie mehr Schwung auf dem Boden.